Und herzlich willkommen bei der nächsten Vorstellung mit mir, den 600 Player. Heute gucken wir uns einen Mercedes Sprinter 311 CTI Feuerwehrwagen an. Oder einfach nur einen Mercedes Sprinter 311 CTI mit Anhängerkupplung. Ja, 33.000 kostet der ganze Spaß, bei der Beschreibung leider nicht vorhanden. Wir haben jetzt hier das gute Stück und ich kann euch schon mal vorweg etwas sagen. Es ist ein Mod, der noch Luft nach oben hat. Kommen wir mal zur Textur. Eigentlich vollkommen in Ordnung, nichts weiter. Wir haben hier das Wort Feuerwehr. Sieht aber doch ziemlich schrecklich aus, wenn man näher rangeht. Also, keine Ahnung. Es wurde mal von, es wäre das als PNG gemacht worden, aber halt vereinzelte Pixels wurden da nicht mitgenommen. Hm, wenn das denn so ist. Apropos PNG, wir haben hier Performance Warnings ohne Ende. Das geht alles aus einem sogenannten... sag schon, also einen sogenannten Texturformat heraus. Leider kann ich das hier nicht bis hinterlesen. Es sieht aber so aus, als wäre die ganzen Texturen in PNG abgespeichert und das ist natürlich falsch, weil das muss ja ein ID3. Wie gesagt, ich sehe das hier nicht. Ich weiß auch gerade mal nicht, wie ich das hier. Warte mal. S. Ja. Nee, kann das wirklich bis mal kurz so machen, clear. Aber ansonsten, also auf jeden Fall halt was mit den Texturen hin. Ansonsten ist wie gesagt zur Textur nicht viel zu sagen, ist in Ordnung. Steigen wir mal ein. Manueller Motorstart über die Num Enter Taste und über die Num 0 Taste können wir das Menü aufrufen bzw. das Hilfemenü und da finden wir den das Lichtskript. Standardgemäß verbaut, auch ja, standardgemäß verbaut, links und rechts und Warnblinker. Dann haben wir über Numpad R Blitzer, das sind die, ja, halt die Leuchten, was mir aber nicht so ganz gefällt. Ich meine, stellt euch jetzt vor, es wäre Tag, da würde das so irgendwie scheiße aussehen. Mit Licht allgemein sieht das vollkommen in Ordnung aus, aber auch so sieht kein Blaulicht aus. Jedenfalls kenne ich es nicht so. Es sind LED-Dinger, aber trotzdem. Machen wir mal die Blitzer aus. Dann haben wir unter Taste 0 die Hupe, die funktioniert leider nicht. Und Taste C ist auch kein Innenbereich. Es gibt keinen Innenbereich. Wir kommen durch Taste C immer bloß hier an den Rückbereich des Fahrzeugs wiederum dran. Jo, mit der Taste H können wir das Martinshorn einschalten. Da steht leider hier noch Missing Fahrer Car Horn in L10X.exml. Aber es funktioniert. Leider muss man die H-Taste dafür gedrückt halten. Und kommen wir dann auch gleich mal zur Fahrphysik. Ja, die ist nämlich ebenfalls noch etwas ausbaufähig. Wir geben hier einfach mal Gas. Wir haben jetzt hier 50-53 km/h. Ja, da es ja leider keine Innenansicht gibt, muss ich jetzt so fahren. Das Martinshorn ist auch nicht gerade besonders lang, aber okay, so, wer es haben möchte. Hoppala. Wir haben aber ein etwas größeres Problem, was das Umkippen angeht. Und zwar gerade bei Kurven, das kann ich mal kurz hier demonstrieren. Beschleunigung mag an sich funktionieren, aber wenn ich jetzt hier kippt das Fahrzeug doch dann um. Natürlich ist es jetzt bei 50 km/h ganz logisch, aber es beschleunigt ja dementsprechend in den direkten Kurven auch so schnell und in dem Sinne ist es das, was ich damit meine, es ist noch Luft nach oben, genau hier seht ihr es, Arrows, Luna Arrows, also es haut aktuell halt auch noch den Lok voll. In dem Sinne wollt ihr euch den ganzen Spaß trotzdem downloaden, Link in der Videobeschreibung, den Motor konstruktive Kritik hinterlassen und in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dann Leute, haut rein!